Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Clash Royale. Heute haben wir wieder einigermaßen was an Truhen da, die wir heute natürlich aufmachen. Unser heutiges Ziel ist natürlich wieder die 10 Kronen voll zu machen, um natürlich die Kron-Tour zu kriegen. Ist ja ganz klar. Wir haben bisher 0 von 10, das heißt wir müssen uns heute ordentlich ranhalten, weil ich will unbedingt so pro Part einmal so eine Kron-Tour geöffnet haben, weil man halt unfassbar viel Gold dafür bekommt und ja Mann, der Blitz! Ding, 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 ding! Endlich ist er mal zu was Nütze. Insofern, den wir verbessern können, ist ja ganz klar, ne? Gut. Sehr schön, Mann. Sehr schön. Und der Feuerball! Ja Mann, ey! In diesem Part geht's los hier mit Verbessern und all der Scheiße. Ich hoffe, ich kriege genug Geld hier dabei. Ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Oder ich muss Prioritäten setzen. Ich glaube, der Feuerball wird zuerst verbessert. Weil ich ihn halt so oft benutze. Und so Blitz nutze ich ja gar nicht. Was willst du damit, ist die Frage des Tages, ne? Ja. Gut, Mann. Extrem viele gute Karten bekommen. Freut mich. Ja. Kostet 150, das ist okay. Ne? Macht auch ein bisschen mehr Schaden als sonst. Und das gibt die Verbesserung auf Level 3 für den Feuerball. Schön. Ah. Riecht dir das? Das riecht gut. 400 für den Blitz. Nur weil es eine epische Karte ist. Du kannst mich mal. Alter Falter. Okay, ich würde mal sagen, was wollen wir jetzt verbessern? Oder wollen wir auf den Blitz sparen? Ich gucke erstmal, ob jemand was gespendet haben möchte. Nein, niemand möchte. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, halten wir uns ran, Mensch. Wir brauchen noch die Kron-Truhen, Mensch. Ja. Gut, warten wir wieder auf die 9. Machen wir. Links und rechts werde ich jetzt ein bisschen bedienen. Ach du Scheiße. Was seid ihr denn für Schmocks? Euer Ernst, Mann? Was war das denn bitte? Was hat mich denn da gerade eben angegriffen? Ja, man merkt, die Leute kommen wieder mit unfassbar guten Karten an, nicht wahr? Ich denke auch. Wow. Und das geht einem natürlich mal wieder übelst auf den Sack. Und die ist nur am Tanken, nur am Tanken, nur am Tanken. Und lässt mich hier nicht mal die Gelegenheit... Lässt mich hier nicht mal zum Zug kommen. Kann es irgendwie sein, dass der irgendwie cheatet oder so? Wie viele Karten legt der denn bitte? Wie viele Karten legt der Penner? Check ich gar nicht. Kann man das mal einer sagen? Habt ihr gesehen, wie viele Karten der gelegt hat? Der legt und legt und legt und legt und ich muss hier immer noch abwarten, bis ich überhaupt was legen kann. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja so ein richtiger Bastard. Was ist das denn für ein Schmock? Ich meine, guckt es euch mal an, der legt und legt und legt die Karten. Die kosten ja sogar alle viel. Wie macht der das? Wie kriegt der das hin? Kann man das mal einer sagen? Ich check das nicht. Immer diese Leute, die sich das irgendwie leisten können. Was geht bei denen, ey? Komm, jetzt hau mal den Tower down. Zur Abwechslung. Meine Fräsen hier. Komm, Mini-Packer noch rausholen. Ist doch nicht normal. Und jetzt würde ich sagen, sparen wir noch. Ey, ich habe den Tower nicht einmal richtig gut down bekommen. Aber jetzt kriegen wir ihn down. Jetzt kriegen wir ihn down. Sehr gut. So, hier, Feuerball hinlegen. Los! Schön. Ah, und der Mini-Packer macht den Schaden. Er macht den Schaden. Und jetzt würde ich sagen, tanke ich. Ja, ja, ja. So, jetzt wird getankt, aber vom Feinsten, Alter. Weil wenn ich es noch irgendwie schaffe, hier auf Unentschieden zu plädieren, dann möchte ich das auch. Ach du Kacke. Aber wisst ihr was, Alter? Ich lege jetzt so viel hier auf die Fresse. Das ist nicht normal. Das ist nicht dein Ernst. Na, ich hab jetzt einfach unfassbar viele Truppen, die ich legen kann, weißt du? Feuerball, 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 los, los! Sehr gut. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das gerade eine knappe Scheiße hier? Guckt's euch an! Guckt's euch an! Guckt's euch an, Mann. Der hat noch 18 Lebenspunkte. Der hat 18 Lebenspunkte. Nein! Ja! Ah!
Scheiße, Mann! Haben wir den abgezogen, Alter? Der war der Bessere! Er war der Bessere! Haben wir den gefickt, Mann! Ach du Scheiße! Habt ihr das gesehen, Mann? Was war das? Guckt's euch an, Mann! Der hat noch 18 Lebenspunkte! Der hat 18 Lebenspunkte! Nein! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ja! Was war das? Der hat uns pulverisiert. Aber am Ende sind wir noch zurückgekommen, Mann. Was für eine Scheiße. Woo! Und das, obwohl wir gesehen haben, einfach, was hat der wieder für scheiß Karten gehabt? Weißt du, er legt die Karten und legt die Karten und legt die Karten und haut einfach nur raus. Ne? Er hat den Prinzen gelegt, er hat so viel gelegt, Mann, und das hat einfach so aufgeregt, ne? Boah, ey, was für ein Battle war das denn? Das ist ja wieder unglaublich, was hier wieder passiert, meine lieben Freunde und Jens. Was wieder in unseren Reihen hier passiert, das ist nicht normal. Die Sache ist mal wieder sehr, sehr knackig, muss ich sagen. Die läuft auf jeden Fall den Hals runter, würde ich sagen. Okay. Bitte Bogies ausbilden oder so ähnlich. Dankeschön. Alter, was hält der scheiß Turm denn bitte aus? Ist das dein Ernst? Und wir konnten den Tower nicht einmal irgendwie zu Schaden kommen lassen, ne? Das ist nicht normal. Komm, Feuerball. Dankeschön. Ne, man merkt auch wieder, er hat die besseren Tower. Er ist Level 5, ich bin Level 4. Ne? Oh nein. Jetzt geht das los. Wie ich das hasse, ne? Das ist so behindert. Ich hasse einfach diese Koboldhütte, ne? Die Leute, die sie spielen, ne? Das sind einfach mal die übelsten Spasten. Ohne Witz, Alter. Komm, Drachenbaby, beweg dich, beweg dich. Ach du Kacke. Oh, das ist mal wieder... Es ist einfach Kacke, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Komm, Bogies, kommt auch raus. Ach du Scheiße. Ja, was soll ich bei so einem Spasti hier machen? Das ist doch nicht normal. Wow. Das ist halt so die Frage des Tages. Was willst du gegen so einen Spacken machen, ne? Der einfach mal wieder so die scheiß Koboldhütte legt. Da kannst du einfach nichts machen. Du kannst dagegen einfach nichts machen. Das klappt einfach nicht. Ne? Einfach so ein richtiger Spast ist das mit seiner verdammten scheiß Koboldhütte, ey. Ein richtiger Schmock ist das. Genau wie seine Mutter. Ey, ohne Witz, ey. Das ist wieder so eine... Das ist einfach unfair. Du kannst dagegen nicht, halt einfach nichts machen. Das ist einfach so. Du kannst dagegen nichts machen. Das ist einfach nur ein Schmock, Alter. Und ich will, dass er das weiß. Wenn du das siehst, du bist einfach der größte Schmock auf der Welt. Oh Mann, Alter. Weißt du, ich kann ihm einfach keinen Schaden machen, weil der Typ einfach so am Nerven ist. Hä? Wo sind meine... Willst du mich verarschen? Wo sind meine... Habt ihr das gesehen? Wo sind meine verdammten, Skeletts... Wo ist meine Skelettgruppe hin? Wo ist die? Das ist eine Verarsche. Das ist eine Verarsche hier. Wo ist meine Skelettgruppe hin? Ich habe doch gerade eben noch eine gehabt. Das ist so eine Verarschung, ne? Ey, ohne Scheiß. Ey, das ist so ein Hurensohn, ne? Das ist einfach so ein Hurensohn. Nee, komm, du bist ein Hurensohn. Du bist einfach ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Wie kann der es wagen? Was ist das für ein Bastard? Weißt du, so Level 5 und stuft sich wieder herab, weil es ein Hurensohn ist. Weißt du? Genau wie seine Mutter. Ist auch ein Hurensohn. Oh mein Gott, ey. Was sind das hier für Schmocks mit ihren scheiß Koboldhütten, ey? Was könnt ihr eigentlich? Meine Fresse, regt der Typ auf. Ist das ein schmockender Bastard, ey. Boah, ey, ohne Scheiß. Immer diese Leute mit ihren verdammten Koboldhütten, ey. Warum sterbt ihr nicht einfach? Warum geht ihr euch nicht einfach vergraben? Ach nee, stimmt. Dazu braucht ihr den Grabstein. Weißt du? Oh Mann, Alter. Komm, leg hier schnell die Skelettarmee hin. Aber ich frage mich immer noch, wo ist meine Skelettarmee hin von gerade eben? Ich check das nicht. Ich hatte doch eine Skelettarmee gehabt. Die habe ich da hinten hingelegt und die ist nicht gekommen. Ich check das manchmal einfach gar nicht, weißt du? Es ist einfach so, okay. Dankeschön für gar nichts so. Dankeschön, wow. Ich bin beeindruckt, du Schmock. Naja. Damit ist der Tower jetzt auch down. Am besten mir egal, ich lege jetzt erstmal den Ritter auf die rechte Seite und sowas. Ja, und wir schaffen es vielleicht sogar...
Oh, hört auf, mich abzulenken, Mann. Ihr nervigen Spasten, ey. Pisst euch. Das sind so nervige Penner, ne? So ein nerviger Penner. Wenn der Packer, wenn der Mini-Packer nicht zum Tower laufen kann, ist einfach zu nichts nütze, ne? Aber da ist es halt gut, dass ich das Drachenbaby mit habe, weil gegen diese ganzen Schmocks kann ich wenigstens so mit dem Drachenbaby agieren, weißt du? Das ist einfach so. Und gerade bei sowas, ne, auch gerade bei solchen Schmocks sollte ich die Pfeile mitnehmen, weil die kosten nicht viel und haben einen guten Effekt. So, komm, jetzt lege ich hier mal wieder so ein bisschen in Sachen Verteidigung. Also ich will jetzt nicht mal sagen, dass er besser ist als ich oder so, ne? Das will ich jetzt mal nicht sagen. Aber er ist einfach ein Schmock. Das muss man so sagen. Er ist einfach ein Schmock. So, ganz einfach. Zack. Ne? Hat sich schon so bewiesen. Er ist ein Schmock. Der wird auch immer bleiben. Ne? Aber wenn ich jetzt durchkomme, dann läuft das den Hals runter. Wobei das auch wieder nicht so aussieht, weil da wieder so ein Drachenbaby ist und das geht einmal wieder übelst auf den Piss. Aber wenn ich es schaffe, wenn ich es irgendwie schaffe, hier den Packer zu besiegen, kriegen wir das noch hin. Wobei, oh nee, ey, ihr seid doch so Schmocks. Ich darf den Mini-Packer nur legen, wenn ich dafür auch die nötigen, ja, das nötige Kleingeld habe und das nötige, ja, den nötigen Platz. Ne? Aber es sieht alles so aus, als würde es zum Kron-K.O. werden und auf das Kron-K.O. hinauslaufen. Aber ist mir egal, solange ich hier. Oh, hör doch auf. Drecksschmucks, Mann. Egal, egal. Jetzt halt verteidigen, verteidigen und dann nach vorn preschen. Wie wir es halt immer machen. Ihr kennt das doch. Ne? Seine ganzen Truppen liegen lassen, lassen wir sie ihm liegen. Ich lasse ihm da den Freiraum. Aber da muss er sich nicht wundern, wenn ich dann halt nach vorn presche und ihn dann zerstöre. Ne, weil wenn, ich komme jetzt mit 5 Truppen an. Mit 5. Weißt du, ich komme mit 2 Drachenbabys. Was will der Typ mir eigentlich noch? Das ist die Frage des Tages. Ich weiß jetzt nicht, was er mir noch will. Und besonders weiß ich nicht, warum ich jetzt das hier nicht noch schaffen kann. Wobei, jetzt schaffe ich es. Ja, jetzt. Ja. Okay, super. Chillig. Ja, DG, auch an dich. Okay. 6 Kronen haben wir. Oh mein Gott, ist mal wieder ein sehr, sehr brisanter Part. Man merkt das, ne? Aber Leute, nehmt das mit den Beleidigungen doch nicht so ernst, Mensch. Es ist doch nur ein Spiel. Oh nee, ne? Oh nein, ey. Gegen sowas will ich ja überhaupt nicht kämpfen, ey. So ein, das ist mal wieder so richtig schmockhaft, weißt du das? Er legt aber diese Scheiß-Truppen, ey. Oh, das ist einfach so ein schmockhafter Penner. Weißt du, mal wieder so richtig so. Ja, ich habe mich runterstufen lassen und jetzt gewinne ich gegen die ganzen Noobs und fühle mich voll cool dabei. Weißt du, das sind dann so Leute, die geben extra auf, um sich runterstufen zu lassen. Die lassen sich extra besiegen, um in den Trophäen runterzufallen. So Schmock sind das, wisst ihr das? So richtige Schmocks, ey. Untermenschen. Totale Untermenschen. Und der Tower ist down. Doch nicht. Das war knapp. Oh, hör doch auf, Alter. Hör doch einfach auf. Das ist richtig schmockhaft, Mann. Wie kann man denn sowas machen, ey? Weiß ich, runterstufen lassen und dann, hey, guck mal, ich gewinne. Ich bin voll stolz. So richtige Missgeburt, ne? Oh, Junge, ey. Was? Während der Pausen keine Kämpfe möglich. Und wie soll ich das hier dann bitte zu Ende spielen, du Wichser? Gut, dann werde ich dann halt zwangsbeenden müssen, den Part, ne? So ist das eben. Ja, natürlich machst du 400 Schaden, du Penner. Spasti. Oh Mann, ey. Ja, aber in 5 Minuten ist dieser Kampf auf jeden Fall entschieden. Das passt schon. Ne? Und ich weiß das sowieso, dass ich gegen diesen Typen hier nicht gewinnen werde, weil er einfach ein Schmock ist.
Na, er ist einfach ein Schmock. So, das kann man so sagen. Ne? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Klar, in Clash of Clans macht man es, aber auch nur, weil man da halt nicht von den ganzen großen Spasten angekackt werden möchte. Und ich finde so, das kann man hier nicht verallgemeinern. So, weißt du, so, wenn man sich in Clash of Clans runterstufen lässt, finde ich das noch okay. Aber hier, wo du einfach bessere Karten und sowas hast, man kann es wahrscheinlich verallgemeinern, aber ich finde es trotzdem scheiße. Ne? Ich finde es für die Allgemeinheit, finde ich es einfach übelst kacke. Das muss einfach nicht sein. Hier, schnell, Feuerball, Feuerball! Nein! Penner, Hurensohn, deine Mutter. Wir hätten es sogar fast geschafft, du Bastardsohn. Ach. Deine Mutter. So einfach ist das. Egal. Komm, ein Kampf geht noch. Oh, Junge, ist das dein Ernst, Mann? Dein Drecksbastard, Ernst. Okay, ich würde sagen, wir beenden den Part. Holen wir im nächsten Part die Kronentruhe. Ist mir egal. Von daher gesehen, haut rein. Ciao.